Ja, einen wunderschönen, prächtigen herzlich willkommen bei Fauna's Fortune. Und zwar ist schon der Migrant gekommen, auf den ich es so schon heißsinnig gewartet habe. Wir akzeptieren ihn auf jeden Fall. Egal, was er für Werte hat, ist mir vollkommen Wayne. Wir brauchen auf jeden Fall einen vierten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Da ist er, dann kann er mal hier weiterhacken, genau. So, was bist du denn für einer? Schauen wir mal. Was hättest du denn? Oh ja, perfekt. Bauer, den wir auch brauchen. Aber du wirst... Okay, er ist jetzt... Förster, dann kann eigentlich... Dann machen wir ihn zum Gelehrten. Egal. Wir machen jetzt ihn zum Gelehrten. Kristalle analysieren. Was fehlt ihm denn? Besitzt keinen Schlafplatz. Das ändern wir gleich. Braucht man was zum Schlafen? Ach so. Aha, wir haben keine Baumwolle. Schon wieder. Dann mach mal kurz schnell Baumwolle. Ganz schnell. Wir brauchen 10 Stück, glaube ich. Genau. Oh. Wir werden angegriffen, na endlich. Juhu. Wo kommen die denn her, die Gringos? Ach, nur einer. Ach, das ist ja putzig. So, er kann erstmal hier hingehen. Dann zu den Waffen! Du nicht. Obwohl. Ach ja, wir haben ja keine Waffen. Wir haben noch keine. Also bis auf einen. Aber ich glaube, die können auch mit den Äxten und so weiter zuhauen. Und kämpfen. Allah Akbar! Nein. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, also, oh, jeder Wunsch erfüllt, alles klar. Und wie ist denn unter. Wozu Wunden verbinden? Nein. Wie bei den richtigen Gangstern, immer schön drauftreten. Genau. So, jeder kann jetzt seine Arbeit wieder weiterführen. Der pennt, alles klar. Du sollst nicht pennen. Du brauchst erstmal sowas zum Schlafen. Und wir brauchen ein Grab. Na los. Ich glaube, den kann man jetzt auch begraben, ne? Genau. So, ich weiß zwar nicht warum, wieso, weshalb, aber... Den kann man wieder kaputt machen. Ich weiß jetzt nicht, warum man für den ein Grab bauen sollte, aber okay. So, das ist dein Schlafplatz. Zack. So, dann kannst du ja analysieren, genau. Der sollte, okay, Gott sei Dank, er ist nicht dumm. Halleluja. Aber er könnte auf jeden Fall gleich nochmal so ein... Wo ist es denn? Wo bist du denn? Lager, da. Das könnte auf jeden Fall vertragen. Yep. Dass er das schon mal seins ist. Weil da will ich ihm eine Holzhacke geben. Guck mal, ob wir überhaupt hier einen Zahn in Besitz nehmen. Haben wir vielleicht noch eins? Jawohl. Weil dann kann er auch Kristalle abfarmen. Genau. Weil ich kann ja Kristalle analysieren und Kristalle abbauen. Sprich, Meister Lampe kann dann, wenn nichts mehr ist, kann einfach hier zu den Kristallen gehen und wird ja automatisch abfarmen. Ursula, was ist bei dir los? Besitzt kein richtiges Bett. Das wird auch ein bisschen dauern. Wir brauchen erstmal 9 Kolonisten. Ich denke mal, jeder will jetzt erstmal ein Bett haben. Ja. Ja, war klar. Edward will mit Tobias reden. Dann rede mal. Aber nicht von der Arbeit abhalten, mein Freund. Und kannst wieder schlafen gehen. So, zack. Was will noch? Ein Tisch in dem Haus. Dann geben wir am besten einfach mal ein Tischchen. Tische, da. Wir machen erstmal hier so eins. Achso, genau. Er wird kein Gelehrter.
Er wird dann Bergarbeiter sein. Zack. Genau, der macht das schon automatisch. Perfekt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal, jeder hat jetzt seine eigene ja, Aufgabe. Also die wichtigsten Rohstoffe, die werden jetzt abgebaut. Sprich Stein, Landwirtschaft, Holz und was ganz wichtig ist, ist die Forschung. Hätten wir schon mal alles. Alles, was wir jetzt bekommen, ist dann eher so gesehen Luxus. Obwohl, es wäre natürlich geil, wenn wir von jedem etwas haben. Das heißt, es würde auf jeden Fall noch so ein Handwerker fehlen und ein Arzt. Dann hätten wir alles fertig. Aber das ist erstmal so Luxus. Arzt brauchen wir auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn die Arbeiter hier sich verletzen, sind die, glaube ich, eine gewisse Zeit hinüber. Und wenn man nicht, sag ich mal, bandagiert oder wie auch immer, dann sind die für eine gewisse Zeitraum, ja, haben die so ein Handicap und können nicht richtig arbeiten. So, sie macht die ganzen Kartoffeln fertig. Das heißt, hiernach machen wir auf jeden Fall die Gärtnerei. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Oh, wir haben noch drei Kristalle. Das ist richtig knapp. Danach gehen wir zur Gärtnerei. Weil der braucht auf jeden Fall noch eine Hacke. Und dann können wir so langsam anfangen, wenn wir jetzt noch mehr Holz haben. Das dauert jetzt natürlich jetzt eine ordentliche Ladung. Können wir auch die Häuser ausbauen. Sprich, dass wir ja, so Parzellenhäuser machen. Sprich, ich würde sogar eins machen, dass wir ein Haus nur für Landwirte machen. In der Mitte vom Zentrum so eine Art ja, Essensraum, wo man sich trifft. Und dann jeder hat so eine eigene Parzelle, wo er wohnt, wo er sein Bett hat, etc. mit Fenster und sowas, ne? Also so ein kleines Dörfchen. Platz hätten wir eigentlich genug. Wir können es also hier so ausbauen, bis hier runter, weil Forstwege würde ich gerne selber lassen. Nur die Insel ist ein bisschen klein. Also wenn man jetzt wirklich so viele Kolonisten hat, dann viel Spaß. Am besten hier noch irgendwie noch andere Inseln bereisen oder so. Das wäre auch nice. Händler ist angekommen, perfekt. So, ich wollte was anderes. Ja, leg dich ruhig hin, Faulpelz. Ich kann auch mal erschlagen, ne? Handeln. Fertilisier dich! Obwohl, wir könnten ihn eigentlich auch schlagen und komplett ausrauben. Ja, perfekt. So, jetzt kommt Gärtnerei. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir den hier eigentlich erschlagen? Da ist normalerweise die ganzen Güter sind dann für uns doch eigentlich da auch etwa nicht. Ah, die Versuchung ist da. So, und dann machen wir hier nochmal einen. Sie kann mal kurz hier aufbauen. Ja, er hackt ja schon. Weil ich will mal austesten. Normalerweise müssten dann ja zwei kommen, oder? Weil wenn wir jetzt von beiden die Erwartungen erfüllen, dann müsste es normalerweise so sein. Kann er sich nicht. Nee. Werden wir mal austesten. Das sehen wir ja gleich. Es kommen vor über einen sieben Zwergen. Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, ho. Jetzt brauchen wir noch einen dritten da hinten beim Eisen ein bisschen herumschachert. So, jeder will so gesehen eigentlich ein Bett haben, so ich das jetzt mitgekriegt habe. Warte, war er der Dumme? Ja, er ist der Dumme, er ist nicht der Held, alles klar. Mit Edward. Wer ist denn Edward? Er will mit dem reden. Ach, das war gleich hier gegenüber. Alles klar. Ja, läuft. Achso, für die, die es noch interessiert, ich werde demnächst, wie gewohnt, immer nach bestimmten Videomengen wieder mein Fazit-Review-Vorschlag-Video wieder produzieren. Und ja, bereitet euch schon mal vor. Ich habe schon ein paar Notizen gemacht. Ja, bin ich echt mal gespannt. Okay, was ist denn mit dem? Er ist jetzt nicht dumm, ne? Nee. Das ist kein Schwachmat.
Genau. Und zwar gibt es ja auch, dass jeder auch so Abneigung zu gewissen Essen hat. Und bis jetzt hat es keiner. Schauen wir mal, wie es bei dem aussieht. Dumm, allergisch auf Kartoffeln. Das ist natürlich Kacke. Das können wir zum Beispiel jetzt entfernen. Wenn wir das bestätigen, dann hat er Hunger auf Kartoffeln. Oder hat keine Abneigung. Bei ihr Lieblingsessen Apfelstrudel, alles klar. Und sie ist leider dumm wie Brot, ey. So, wo haben wir denn überhaupt Äpfel? Was sie schön finden würde, wäre da hinten am Arsch der Welt, ey. Weil ich glaube, es wäre auch mal nice, wenn wir auch mal so die Äpfel hätten. Das wäre schon mein nächster Punkt, aber das kommt alles dann in meinem Vorschlagsvideo. Weil das auf jeden Fall interessant wäre, wenn man das machen könnte. Aber wie gesagt, das kommt alles noch. Guti. Dann sollen die jetzt mal alles weitermachen. Wieso erntest du nicht, du Eumel? Ernte doch lieber erstmal die Tomaten, bevor das weggeht. Dann haben wir ein Problem, dann ist es Herbst und dann weiß ich nicht, ob dann die irgendwie eingegangen sind, die Tomaten oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal gut vorgesorgt. Das ist das Gute daran. Das heißt, der Winter kann theoretischerweise einfach kommen. Und wir haben genug Essen für die Bevölkerung. Ja, ihr kriegt noch ein richtiges Bett. Das wird dann. Das wird problematisch. Wie mache ich das am besten? Er ist Gelehrter, er ist Bergarbeiter. Dann soll er mal hier nebenbei schon mal Baumwolle sammeln. Weil wir brauchen auf jeden Fall Baumwolle fürs Bett. Ich guck mal kurz. Ha, können wir auch schon Bette bauen? Da. Ja, 20 Baumwolle brauche ich pro Bett. Das heißt, wir brauchen 2, 4, 80 Baumwolle. Das wird lustig. Also ist auf jeden Fall enorm viel Farm. Da unten hätten wir noch was. Ja, dann lassen wir jetzt mal Baumwolle pflücken. Und während die alle am Arbeiten sind. Was ist denn hier mit der los? Die hat nichts mehr zu tun. Dann kann sie ja weiterkochen. Nicht genug Ressourcen. Okay, sie schlafen. Okay. Hä? Ja, gehst du schlafen oder nicht? Mensch, Ursula. So, während die jetzt wieder alle schlafen gehen, würde ich sagen, was mit der Folge? Ich wünsche euch einen wunderschönen, prächtigen. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage tschö mit Ö, euer Keule. Ciao, ciao.